geht, Übung, Spaß und Cash, drüber von und weg. Wo ist dein Problem? Überragendes Konzept. Bei der Zeit, die ich hier so grob rein investier, kann's schon sein, dass sich Preisgeld echt reichlich rentiert. Ich hab'n Ringlicht, also bin ich Vlogger. Du dachtest, das trifft mich, also bist du ein Opfer. Deine ganze Hinrunde war Trash. Wie ich rede, macht dich Kind schon richtig mad. Du Peter Zwegert mit dem Influencer-Swag. Und wie du actest und so hektisch mit den Händen ruderst. Du bist ne Ashley mit der Fresse von nem Hansen-Bruder. Und die nimmt Thailand so viele und leitet Turniere. Ich komm vorbei und zerteile Turniere. Keinerlei Pell, was du meinst, nein. Wer von uns beiden muss halt definieren, ha? Und das Low Bro glaub ich kaum. I as fuck, zu viel Dope in diesem Sound. Und wat für Logos und wat für Fotos. Doch dat Solo, dat sehen wir auch. Das war ein No-Go, step in das Dojo. Aber kein Nasser sagt Yo-Yo, hey. Du Sohn meiner Tochter, sollte das flown oder hast du gestottert? Das war ein No-Go, step in das Dojo. Aber kein Nasser sagt Yo-Yo, hey. Und mein Mate mit der Cam will nicht springen. Es gibt Steak plus Getränk und wir chillen. No-Go, Fotos, Solo. Das war ein No-Go. Hannes Mohr hat die Reimprobleme. Versuch ich weiter dir das einzureden. Lass die Stadt zum Zählen deiner Reimsilben klatschen. In der Hook hört man, wie ich paar Körner Reis fallen lasse. Dir fehlt das Versmaß und oftmals die Routine. So als würdest du deinen Text in einen Blocksatz formatieren. Ey, bait ruhig mit nem Profi, aber kannst du dir sparen. Mohr kennt ja keine Scheine über der 5-Euro-Marke, ne? Schien nicht authentisch, wie du dich aufgeschaukelt hast. Weil Johannes bei dir so wie die Faust aufs Auge passt. Machst du auf krampfhaft gute Laune, schau wie du das alles aufziehst. Bringt mich aber erst zum Lachen, wenn du damit rausfliegst. Dass du mit Popkultur-Referenzen Probleme hast, wundert mich nicht, wenn man dich darin nicht erwähnt hat. Bevor ich mir nochmal deine Schaffungen am Mike gebe, verzieh ich den Mund und renn lachend in die Kreissäge. Das war ein No-Go, step in das Dojo. Uppercut Nasser sagt Yo-Yo, hey. Du Sohn meiner Tochter, sollte das flown oder hast du gestottert? Das war ein No-Go, step in das Dojo. Uppercut Nasser sagt Yo-Yo, hey. Und mein Mate mit der Cam will nicht springen. Es gibt Steak plus Getränk und wir chillen. No, no, no.